erste Episode 1 Infoströme bewältigen. Wir kommen ein bisschen verspätet rein, wir haben so ein paar Krankheitsfälle und insofern kann es sein, dass, weiß noch nicht, ob ich heute alle Episoden tatsächlich online kriege, aber wir sind dran. Und worum geht es heute? Um die Informationsströme. Und da muss ich Ihnen einfach kurz versuchen, eine Art Metapher zu erklären. Das World Wide Web, Internet, hat ja so diese Netzmetapher, dass alle Seiten über irgendwelche anderen Links mit anderen Seiten verbunden sind. Und Sie kennen das sicherlich auch. Sie gehen auf eine Website, sehen dort einen Link, klicken drauf, kommen zu einer anderen Website. Und so kann man sich ganz, ganz schnell durchs Netz bewegen, ganz, ganz viele Seiten sehen. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es unglaublich viele Seiten gibt. Und dadurch, dass es heutzutage so viele Seiten gibt, ist es eigentlich nicht mehr möglich, das ganze Netz zu durchschreiten. Ob das jemals möglich war nach 1993, ist so ein bisschen die Frage, aber am Anfang gab es sicherlich viel weniger Seiten. Und heutzutage spricht man fast von einer anderen Metapher. Man spricht heutzutage von einem Strom. Das kann so ein kleines Rinnsal sein, ein kleiner Bach wie hier. Man setzt sich an den Rand des Stromes und schaut dorthin und sieht so, was für Informationsbrocken da vorbei treiben. Das könnte über Blogs sein, dass dort aktuell was berichtet wird. Das könnte aber auch über Twitter sein und andere Neuigkeitenströme. Und die neue Metapher ist jetzt die, dass man sich sagt, wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetze, wenn ich zu einem Thema was wissen will, dann schaue ich kurz in diesen Strom rein, fische mir da ein paar Sachen heraus. Mit denen arbeite ich dann weiter, und wenn ich dann nicht mehr mich damit beschäftige, dann strömt dieser Strom natürlich weiter, aber das macht mir nichts aus, weil das nächste Mal, wenn ich dann wieder mich mit dem Thema beschäftige, schaue ich wieder auf den Strom, da sehe ich wieder die aktuellsten Sachen, und falls irgendwas, was in der Zwischenzeit da runtergeströmt ist, wichtig war, dann sollte es eigentlich immer wieder aufgegriffen werden vom Strom und dann aktualisiert wieder dort erscheinen. Insofern ist die Strommetapher ganz passend zu dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema, wie kann ich Informationen abonnieren, Informationsquellen abonnieren im Internet. Und dazu gehen wir mal auf eine Suchseite. Wenn wir jetzt nach Informationen suchen wollen, dann können wir natürlich ganz normal mit Google arbeiten. Wir können aber auch den sogenannten Blog Search, die Blogsuche nehmen von Google. Da sieht man, machen die Blogs zu ihren Lieblingsthemen ausfindig. Und jetzt sagen wir einfach mal Lernen 2.0 und gucken, was es dort für Blogs gibt. So, schauen wir doch mal. Ich könnte sagen, ich möchte das einschränken, vielleicht nur was so im letzten Monat passiert ist. Das hilft Ihnen dabei, wenn Sie sehr aktuelle Informationen bekommen wollen. Schauen wir mal hier rein in mein Prometheus. Aktuelles von dem Thiele Verlag. Die machen Werbung für ihre iPhone-App. Insofern, man schaut so ein bisschen kurz in die Beschreibung rein. So, da erkenne ich jemanden, Lisa Rosa. Die hat einen Blog, Shift heißt der. Dann kann ich das anschauen. Und sehen, oh, das sind relativ lange substanzielle Beiträge. Das hier übrigens Sugata Mitra, der hat ein ganz spannendes Projekt gemacht in Indien mit einem Hole in the Wall, ein Loch in der Wand. Da hat er einfach einen Computer reingesetzt mit Internetzugang, ohne Erklärung, irgendwas. Und die
indischen Dorfkinder haben sich da Lesen, Schreiben und Englisch selbst beigebracht. Ein ganz spannendes Projekt. Und wenn ich jetzt sage, wunderbar, diesen Blog, den möchte ich folgen, dann bin ich jetzt hier gerade in Chrome und dann verzweifelt man schon wieder fast, weil wie soll ich denn jetzt diesen das abonnieren? Ich könnte jetzt normalerweise einfach ein Lesezeichen mir hier ablegen. Der Nachteil dabei ist aber, dass ich dann das Lesezeichen nur in meinem Browser habe und ich deswegen trotzdem noch nicht mitgeteilt kriege, wann es hier einen neuen Beitrag gibt. Und wenn wir mal ganz kurz anschauen, 3. Dezember hat Lisa Rosa geschrieben. Der nächste Eintrag ist vom 20. November. Da sieht man, es sind immer längere Beiträge, aber vielleicht einmal im Monat. Und ich möchte jetzt nicht jede Woche hier auf den Blogs gehen, um dann nur zu sehen, dass Lisa Rosa nichts geschrieben hat. Deswegen möchte ich es gerne abonnieren. Wenn man das jetzt in Google macht, es gibt immer noch kein Bordmittel für Google Chrome, womit man sofort jetzt so einen Blog abonnieren kann. Dazu habe ich dann eingegeben RSS-Feed, abonnieren Google Chrome. RSS ist die Bezeichnung für solche Blog-Abos. Gehen wir mal kurz hier rüber zu unserer Präsentation. RSS, Real Simple Syndication, wirklich einfache Verbreitung. Das ist im Grunde eine Information, die Webseiten im Hintergrund anbieten und die man abonnieren kann, diesen RSS-Feed. Und damit kann man einfach einen Teilinhalt der Website abonnieren und kriegt dann die neuesten Beiträge, ohne auf die Seite selbst zu gehen. Das ist so, damit kann man sich so eine persönliche Zeitschrift zusammenbasteln. Und für alle Google Chrome User, das passiert erstmal, weiß man nicht, wie man was machen soll. Also gibt man ein RSS-Feed abonnieren Google Chrome und dann kriegt man das entweder Schritt für Schritt erklärt oder man sieht hier gleich, es gibt eine Erweiterung RSS-Abonnement von Google. Gucken wir mal Schritt für Schritt erklärt. Da wird gesagt, ein wichtiges Feature sucht man bei Google Chrome bisher vergebens. Grundlegende Funktion. Und da sieht man, dass man die PC-Welt eigentlich nicht mehr aufmachen kann, also weil man tatsächlich hier von Werbung eigentlich zugemüllt wird. Ein wichtiges Feature sucht man bei Google Chrome bisher vergebens. Grundlegende Funktion für den Umgang mit RSS-Feeds. Egal ob Firefox, Internet Explorer, Opera oder Safari, wenn man eine Website besucht, die einen oder mehrere RSS-Feeds anbietet, erkennt man dies sofort an der Einbindung des typischen RSS-Feed-Icons in der Adresszeile. Tja, und bei Google Chrome dagegen herrscht gähnende Leere, was das besagte RSS-Icon angeht. So, und das wollen wir jetzt ändern. Wie macht man das? Google Chrome RSS-Funktion nach Rüsten, dann gucken wir mal hier drauf. Und hier kommen wir zu den Google Chrome Erweiterungen. Das ist die RSS-Abonnement-Erweiterung von Google. Bestätigter Autor Chrome Google.com. Okay, also dem können wir wirklich trauen. Wir installieren das Ganze mal. Fragt er uns installieren. Und zack, da ist es da. Na, wunderbar. Jetzt steht hier, Erweiterung RSS-Abonnement ist nun installiert. Dieses Symbol wird eingeblendet, wenn die Erweiterung auf die aktuelle Seite angewendet werden kann. Sehr schön. So, dann gehen wir mal auf unsere Shift-Seite und machen einen Reload. Und voilà, wir haben ein kleines RSS-Feed-Icon. Da steht jetzt zum Abonnieren klicken. Klicke ich drauf. Und jetzt kann man hier verschiedene Sachen abonnieren. Man kann nämlich zum einen die Beiträge selber abonnieren. Ich könnte aber auch die Kommentare dazu abonnieren, wenn mich das besonders interessiert, was hier für Kommentare gesetzt werden. Müssen wir schauen, inwieweit hier überhaupt... Da gibt es neue Kommentare. Bei manchen Blogs sind die Kommentare fast noch interessanter als die Beiträge. Nicht bei Lisa Rosa, das ist eigentlich beides genauso interessant. Also sagen wir, ich möchte jetzt hier in dem Fall aber nur den Feed haben. Und jetzt wird gefragt,
wie soll ich denn das eigentlich abonnieren? Und ich möchte es gerne abonnieren. Hier sieht man verschiedene Dienste. Ich werde es jetzt mal mit Google Reader abonnieren. Es gibt extra Programme, mit denen Sie solche Feeds abonnieren können. Das, glaube ich, lagern wir ein bisschen aus. Jetzt heute Standard mit Google Reader. Jetzt abonnieren wir das einfach mal. Wir klicken hier drauf. Wir sagen auch immer diesen Reader verwenden. Jetzt abonnieren. Und ich habe mich so ein bisschen getrickst, weil ich natürlich schon den Google Reader habe. Wie kommen Sie zum Google Reader? Mit Reader Google.com. Und da müssen Sie sich normalerweise anmelden mit Ihrem Google Account. Ich habe jetzt den Shift abonniert, noch nicht ganz. Es wird mir erst nochmal hier angezeigt. Die werden mir auch gleich noch ein paar andere angezeigt, die interessant wären. Jetzt klicke ich hier auf Abonnieren und den habe ich jetzt abonniert. Toll. Jetzt die Frage, wo kommt denn der hin? Hier sind meine ganzen Abonnements. Ich tue mal hier so ein bisschen aufräumen. Sie sehen hier, man kann sich Ordner anlegen mit verschiedenen, wo man verschiedene Blogs reintut. Das tue ich mal jetzt ein bisschen zuklappen. Hier sieht man, dass ich ein paar Mal abonniert habe, die ich noch nicht so richtig weggeordnet habe. Also es sieht so ein bisschen momentan hier unordentlich aus. Also wirklich. Tun wir mal alles hier ein bisschen zumachen. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier unten den Shift-Block. Den kann ich jetzt in einen Ordner hineintun. Ich könnte den in E-Learning zum Beispiel reintun, ich könnte den in eSpiri reintun. Ich denke eigentlich, ich brauche mal einen neuen Ordner, den ich Bildungsaktivisten nenne. Das passt ganz gut zu dieser Rosa, glaube ich. Und dann steckt er hier. Man kann sich das Ganze auch ein bisschen sortieren, hier, dass man das hier hochbringt, dass wir sagen, okay, wir tun das mal hier unter die Mitarbeiter. Und hier sehen Sie jetzt, das ist fett, das heißt, da sind neue Artikel, die dort zu sehen sind. Wenn ich jetzt alle als gelesen markiere, dann wird das Shift nicht mehr fett und steht dann Shift enthält keinen ungelesenen Artikel. Genauso, wenn ich bei meinen Mitarbeitern reinschaue, alles hier keine neuen Beiträge, seitdem ich das letzte Mal gelesen habe, in den Einstellungen vom Reader kann man sich einstellen, ob man dann auch sehen will, wie viele dort tatsächlich viele dort nicht gelesen sind. Das will ich aber ehrlich gesagt nicht machen, weil das total frustrierend ist. Sie sehen dann nur, dass Sie tausende von Artikeln nicht gelesen haben. Das ist die Thematik mit dem Strom. Sie müssen immer ab und zu dann einfach mal sagen, okay, ich habe nicht alles gelesen. Ich kann nicht alles lesen, sondern ich nutze das eher als Inspiration, wenn ich am bestimmten Punkt jetzt sage, jetzt hätte ich mal wieder ganz gerne ein bisschen Input, ein bisschen neue Informationen.